Man muss nur zur Arbeit, Sefi. Beziehungsweise anders gefragt, wie lange kannst du mich hier noch geistig und moralisch unterstützen? Genau, hier war der Brunnen. Läufst du immer zur Arbeit? Hast du nicht ein Fahrrad parat? Wäre das nicht schneller oder ist das irgendwie... Oder kommst du dann zu geschwitzt bei der Arbeit an? Ja, dann ist es auch irgendwie... Ah. Doof. Einfach so das gute Mobiliar von einfach wehrlosen Rentnern zerstören. Meine Güte. Ist schon ein bisschen fies, was ich hier mache. Und jetzt klaue ich ihm sogar noch sein letztes Hemd. Wörtlich. Das ist morgen nichts mehr zum Ansehen. Ich würde ja auch ein gebrauchtes Fahrrad anbieten, aber das haben wir gerade auch nicht zur Verfügung. Wir haben wirklich ein Fahrrad pro Person. Die werden bei uns auch recht regelmäßig gebraucht, dummerweise. Aber sonst auf dem Flohmarkt kannst du dich mal ganz gut umschauen. Da gibt es die wirklich sehr günstig in der Regel. Ne, mache ich noch nicht. Das mache ich später. Hier wäre jetzt das nächste Story-Event, was wir machen... was wir machen müssen, aber ich will erstmal den Rest der Stadt absuchen, damit ich das schon mal fertig habe. Bin ich mir verramscht. Hier war ich noch nicht. Hier ist nämlich der hintere Teil der Bar, genau. Hier haben wir nämlich auch noch irgendwas. Was haben wir? 10 Goldcoins, ja. Das sammelt sich, das wird immer mehr Gold. Irgendwann können wir uns auch den Geldbumerang leisten. Kostet nur 420 Gold. Ja, das wird auch anfangs ein bisschen gegrindet sein, bis man so ein klein wenig Equipment hat, aber naja, das gehört halt, das gehört zu dem Spiel halt auch dazu. Was war hier denn nochmal? Dein Fahrrad wünschen muss ich an die wunderschöne Titelmelodie von Weihnachtsmann und Kucker denken. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich, Weihnachtsmann, dass ich so gern ein Fahrrad möchte. Gelbe Streifen wären mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Jo, vielleicht kommt ja wirklich eins zu Weihnachten vorbeigeradelt, vorbeigeflogen, das wäre auch schön. War ich noch nicht drin von vorne. Ich meine... Boah, ist das nicht gestern wieder angelaufen, Weihnachtsmann und KKG? Ich meine, gestern Abend kam wieder die erste Folge. Oder fängt das erst ab 1. Advent an? Ich weiß es gar nicht mehr. 1. Advent müsste doch eigentlich nächstes Wochenende dann sein. Oder war schon... Ist schon... Heute... Nee, heute ist schon... Ich bin auf den Sprüngen. Ist heute schon 1. Advent oder noch nicht? Ich bin verpeilt. Ein klein wenig, ein ganz klein wenig. Ja gut, Weihnachtsmann und KKG könntest du ja zur Not auch einfach irgendwo im Stream gucken. Auf irgendeiner Website. Ja, die ganzen Folgen sind garantiert auch auf YouTube. Daran soll es nicht scheitern. Ach so war es nämlich. Ja, ab morgen darf man erst schmücken. Generell für Weihnachten darf man erst ab morgen schmücken, dann haben sie aber in ganz Lendringen was falsch gemacht. Da steht schon ein riesiger Tannenbaum und die ganze Deko hängt schon da. Ja, vor allem dieser bekloppte Tannenbaum in diesem winzigen, winzigen Kreisverkehr. Ein 18 Meter hoher Tannenbaum drin. Das
sieht so überdimensioniert und asozial aus. Als müssten die ja irgendwas kompensieren von der Stadt Dendringsen. Na, was habt ihr denn Schönes in der Kleiderschränke? Ein Gegengift. Das freut mich doch. So, Rüstung kaufen schiebe ich nach hinten. Da komme ich sowieso noch rein. Früher oder später. Aber das kann ich auch eigentlich jetzt direkt machen. Ja, komm. Dann habe ich es hinter mir. Dann bin ich auch so ziemlich durch hier. Was Loot für die Stadt angeht. Oder Loot in der Stadt. Aber hier ist nochmal recht viel. Okay, da war jetzt nix. Genau, er erzählt mir jetzt, dass seine Frau den Ring verloren hat. Genau, ja, ja. Und hier haben wir das Mädel, das mir sagt, ich soll alles klauen. Das tue ich doch gerne, das brauchst du mir gar nicht sagen. Weihwasser, immer gut für den Anfang. Noch mehr Klamotten, auch gut. Oh, das ist natürlich geil zum Erkunden für den Anfang. Ach so, ja. Dann geht's jetzt auf zu dem großen, großen Calderasha. Nein, einen Beutel habe ich vergessen. Der ist nämlich hier noch drin. Danach geht's aber wirklich los. Oder hier hinter noch? Ne, hinter war nichts. Aber hier drin ist noch ein Beutel. Ich muss noch einmal in den Sack greifen. Genau diesen Sack hier. Wo ist er? Da. 8 Goldmünzen. Ah, 3 Goldmünzen. Scheiße. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wo wie viele Goldmünzen sind. Nein! Ich muss mehr suchten. Jetzt laufe ich einen Umweg auf Doom. Die Bar ist da vorne irgendwo. Hier rechts. Bestimmt. Und da! Ich hab's gefunden! Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ein Spiel ab 6 Jahren mit sowas durchgekommen ist. So total übersexte Bunny-Kellner-Outfits und dann direkt daneben so eine Schrankwurst von Schmiedemeister. Naja. Es ist süß. Es ist irgendwie. Haven't you had enough, Mr. Calderasha, sir? Na klar. Eric Hosten ist doch immer drin. Sorry, but I've got a business to run. This haphazard fortune telling of yours is costing me a fortune in free drinks. What? My fortune telling? Haphazard? Are you a complete fool? Haphazard. Oh. Let me tell you something for free. All fortune telling is haphazard. What do you expect? Anyway, so what if I saw it? So what if I foretold the fire? If I tried to stop it, then what? It would only have led to another disaster. That's what. I'm sorry, Mr. Calderasha, sir. I don't follow. If you're saying you knew about the fire, shouldn't you at least have warned Master Rylus? Yes, poor Rylus. How many times I argued with the old man. I cannot believe he's gone. Ah, aber auch interessant, jetzt haben sie das Konzept ja aufgegriffen, dass es eben momentan nur eine Timeline gibt, oder generell nur eine Timeline so gesehen existiert und die nicht veränderbar ist. Aber er sieht, was passiert. Er kann die Ereignisse auch verändern.
ändern, sagen wir mal so, aber das Endergebnis nicht ändern. Sprich, ihr könnt jetzt den Master Riles gewarnt haben, von wegen Feuer, Feuer, Feuer. Aber wäre er kurz darauf gestorben. Oder zum gleichen Zeitpunkt, aber in einem anderen Szenario. Ha, interessant. Also das Schicksal kann nicht verändert werden. Gut. What? What is it? You. Come. Show your face to the great Kaldarasha. Yes. Yes. Der Ingame-Sound ist leise, sagst du? Oh, das kann ich ja eben schnell ändern. Machen wir doch mal eine kleine Änderung bei OBS und dann sagst du mir nochmal Bescheid, bitte. So, reicht das so schon oder war das noch zu wenig? Mal bitte Rückmeldung. Quick, quick, everyone come quick, there's a monster in town. Ein Monster? Wo könnte das denn herkommen jetzt? Just come and see, the whole town's gone crazy. Hallöchen, Bradkin. Oh. Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Or are you from somewhere else? Kann ich gar nicht runter. Oh, ich glaube, ich muss ganz aus noch einmal. Ah, ja, genau. Oh. From the USA. Hm. I'm glad to have you in my stream. I'll try to speak some English from now and then. So you understand what I'm doing, what I'm saying. What the? This ain't good, Gav. Come on! Look lively! He looked at me! Oh, it's hideous! Get out! Get out, monster! You're not welcome here! So Brett, you played this game as well, I read right now, That was a fine reception. I have about, I'd say, 1,000 hours of gameplay playtime on this gem. I love it more than anything, I have to admit. Don't they realize who I am? Judging a book by its cover, don't they know it's what's inside that counts? Yeah, you can say that again. So then, did you manage to find Master Rylus? What? He's dead? Oh, no, no, no! Well, I suppose there's no point crying over spilt milk. It's Dulmagus we're after! He's the one who cursed the princess and I, after all. He's the one who made us look so ridiculous. I had hoped Rylus might be able to help us locate him. But it seems we'll just have to track Dulmagus down by ourselves. With Rylus gone, we have nothing further to gain from staying here. Let's be on our way. Wait. Please wait. I'm sorry to come running after you like this. It's just that I wanted to ask you a favor.